Deutschland blamiert sich bis auf die Knochen mit dem Taurus-Abhörskandal. Wird Deutschland zum Sicherheitsrisiko für die NATO? Alarm schlagen auch Industrie, Handwerker und Handel. Sie alle leiden nicht nur unter massiv gestiegenen Energiekosten, sondern auch unter einer Flut an immer mehr Vorschriften. Viele geben genervt auf, fühlen sich vom Staat gegängelt. So wie auch der Student, dessen Wohnung letzte Woche am frühen Morgen von der Polizei durchsucht wurde, weil er im Internet eine Karikatur geteilt hat. Ein Fall, über den wir sprechen müssen, das und mehr jetzt bei Stimmt, der Nachrichtentalk. Ich freue mich sehr auf diese Gäste von links nach rechts, Philosoph und Publizist Alexander Grau, Autorin und Extremismusexpertin Bettina Röhl und Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Vielen Dank fürs Kommen. Wir legen los. Deutschland ist einen Abhörskandal reicher. Am 19. Februar tauschten sich 4 ranghohe Bundeswehrsoldaten über die Frage aus, ob die Ukraine ohne deutsche Beteiligung, ohne deutsche Beihilfe Taurus-Marschflugkörper verwenden kann. Das wollte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von Ihnen wissen. In dem Gespräch sind sensible Informationen zum Taurus-System gefallen. Ganz nebenbei wurde auch dabei ausgeplaudert, dass sich Briten und Privatpersonen mit amerikanischem Akzent bereits in der Ukraine befinden. Das 38-minütige Meeting fand über WebEx statt. Und Russia Today hat das Ganze veröffentlicht. Zumindest die Nachricht hat eingeschlagen wie eine Bombe. Herr Alsleben, mitten im Krieg wird so ein Meeting einfach veröffentlicht. Muss man da nicht sagen, selbst in der deutschen Wirtschaft ist mittlerweile jeder so gebrieft, dass sowas nicht vorkommen kann? Also ob jeder gebrieft ist, wage ich auch zu bezweifeln. Aber vielleicht sollten wir uns hier per WebEx treffen und dann würde das die Reichweite unglaublich erhöhen noch der Sendung. Nur in Russland, im Ernst. Da sind ganz viele Dimensionen dran. Das eine ist natürlich, es waren ja schon vertrauliche Informationen, auch wenn jetzt im Nachhinein gesagt wird, das meiste war ja bekannt, aber so eine Veranstaltung darf nicht so publiziert werden. Natürlich hätte der russische Geheimdienst auch noch ganz andere Möglichkeiten, vertraulichere Gesprächsformate wahrscheinlich zu offenbaren. Aber das ist auf jeden Fall ein absoluter Anfängerfehler. Das hat mich schon gewundert. Und mich wundert auch ein bisschen, mit welcher Nonchalance da auch von der Leitung des Hauses, von Herrn Pistorius, drüber gegangen wird. Also das ist schon ein handfester Skandal, das muss man schon sagen. Andererseits, und das finde ich jetzt auch wieder das Positive an der Sache, besser, es fällt jetzt auf und man zieht die Konsequenzen als bei Gesprächen, die vielleicht noch brisanter und noch wichtiger für die Sicherheit unseres Landes sind. Deswegen würde ich da in jedem Problem, in jedem Fehler kann man auch was Positives sehen, man kann daraus lernen. Das Zweite, was ich da bemerkenswert fand, die Generäle oder die Offiziere haben ja offenbart, dass der Bundeskanzler offenbar nicht ganz die Wahrheit gesprochen hat. Weil er hat ja die Verweigerung der Lieferung der Taurus-Systeme damit begründet, dass Soldaten, Bundeswehrsoldaten dabei sein müssten. Mhm. Und in dem Gespräch kommt nun raus, dass das nicht unbedingt sein muss. Also ist da ja ein Widerspruch. Haben Sie sich die 38 Minuten angehört? Nee. Ich habe sie mir gestern Abend ganz angehört. Und ich muss sagen, ich verstehe die Argumentation zu sagen, es ist auch ohne deutsche Beteiligung möglich. Aber die reden im Grunde genommen 38 Minuten lang, wie kompliziert das Ganze ist und dass es praktisch nicht wirklich möglich ist. Vielleicht, wenn die Engländer vor Ort ein bisschen mithelfen. Also ich würde sagen, unterm Strich verstehe ich schon, dass der Bundeskanzler sagt, okay, ist eigentlich nicht möglich. Also ich würde nicht sagen, dass man es über das Unternehmen macht. Ich weiß, Sie haben darüber geredet, ob man dann Soldaten in das Unternehmen abordnet. Aber mit dem Hersteller, das kann man schon hinkriegen. Und in Südkorea klappt es ja auch ohne deutsche Soldaten. Ich glaube, da lässt sich drüber streiten, vor allen Dingen ohne deutsche Beteiligung. Das Unternehmen, es ist schon sehr heikel und es wurde gut diskutiert. Aber Frau Röhl, noch mal zum Abhören. Die Bundeswehrbeauftragte Eva Högl sagte den Funke Medien, die Verantwortlichen auf allen Ebenen müssten jetzt geschult werden, um im Grunde genommen ihre Kommunikation sicher zu halten. Wir hatten den Fall, dass Angela Merkel abgehört wurde, weil sie ihr Privathandy verwendet hat. Man müsste davon ausgehen, im Jahr 2024 sollten ranghohe Militärs, die über solches Sicherheitswissen verfügen, doch wissen, worüber man kommuniziert, wie man kommuniziert und wer vielleicht
noch in dieser Leitung drin ist, oder? Auf jeden Fall. Es kommt absolut zu spät. Also wir sind ja schon seit 2 Jahren in der Unterstützung der Ukraine. Also die Ukraine, der Ukraine-Krieg geht schon seit 2 Jahren. Und ich fand auch, es war jetzt nicht ein Abhörskandal und wir sind ausspioniert worden. So stellt das ja Herr Giesewetter dar und auch Olaf Scholz. Also wir sind jetzt praktisch, die sind die Opfer. Sondern es ist ja eine sehr fahrlässige Form des Opferwerdens. Und das hat mich insofern sehr erschrocken, als man den Eindruck hat, also ich habe das auch mir angehört, es war mir einfach zu kindisch und zu kindlich. Also so spielerisch gehen wir also mit dem Dritten Weltkrieg um, dass diese Offiziere oder die hochrangigen Generäle dann diese Sicherheitsmaßnahme nicht drauf haben. Ich meine, das sind ja jetzt nicht untere Ränge gewesen, sondern es sind ja die, die auch Olaf Scholz berichten sollen. Das muss doch jetzt bekannt sein. Und es kann auch nicht eine Opfersache dargestellt werden. Wir sind ausspioniert worden. Wir spionieren ja vielleicht vermutlich auch umgekehrt aus. Ich hoffe. Und wenn wir ununterbrochen über Putin reden und was wir ihm also immer mit Ansage, jetzt kommt das nächste Waffensystem, dann müssen wir uns darauf vorbereiten, dass Putin uns abhört oder dass er ähnliche Marschflugkörper in Gang setzt oder dass er das eben, mir kam es sehr naiv vor, auch die Stimmen, auch die Art. Es war wissen Sie was, hören wir es uns doch einfach an. Hören wir uns einmal an, hier ein Ausschnitt aus dem mitgezeichneten Gespräch. Man muss immer davon ausgehen, was die Ukrainer da mittlerweile sonst alles machen. Wir wissen ja auch, dass da viele Leute mit amerikanischen Akzent in Zivilklamotten rumlaufen. Ja. Ja, da rennen ein paar Ukrainer, Privatpersonen mit amerikanischem Akzent. Herr Grau, hier haben wir doch eigentlich auch die Sicherheit von NATO-Verbündeten riskiert, oder? Doch so eine ja, natürlich auf jeden Fall. Ich meine, das Problem ist wahrscheinlich gar nicht so sehr, also insofern stimmt das ja alles, da ist wahrscheinlich wenig Neues bei rausgekommen. Das wissen die Russen ja sowieso. Ja. Man muss ja immer unterscheiden zwischen Geheimnisverrat und dann Öffentlichmachung. Das sind ja so diese feinen Ebenen. Und es ist ja ein Unterschied, ob alle etwas wissen oder ob es dann auch noch an die große Glocke gehängt wird, in den Medien erscheint und so weiter. Ja, also das ist, sicherlich haben die Russen da nichts Neues erfahren. Aber dass es einfach jetzt in der öffentlichen Debatte ist, das ist ja die Dimension da dran, dem Ganzen auch diese pikante politische Note gibt. Und es ist eben, ich würde auch sagen, es ist nicht einfach nur ein Skandal. Es ist wirklich eine Form von Peinlichkeit, also auf allen Ebenen, wieder kommuniziert wird, die Sprache, die benutzt wird, das hochrangige Militärs, und wir reden ja vom Inspekteur der Luftwaffe, nicht irgendeinem Geschwaderoberst oder sowas, ja, sondern wirklich die oberste Spitze, die Scharniere zwischen Luftwaffe und Politik. Also, dass da in so einer fahrlässigen Art und Weise verfahren wird, also eigentlich müssten die alle sofort gehen. Ja, also ist Ihrer Meinung nach, sind die Inhalte schlimmer oder ist es doch die Peinlichkeit, die überwiegt? Das nimmt sich alles nichts. Es ist tatsächlich mehrdimensional. Also es ist in der Form unendlich peinlich, wie diese Leute sich präsentieren. Das ist eine Besprechung wie bei der Kreissparkasse, so ein bisschen vom Jargon her. Aber dann auch die Fahrlässigkeit. Der eine, es wird ja deutlich, wo ist der, in Singapur oder so ist der eine? Ja, mit einem schönen Hotel. Und offenen WLAN hat man gehört. Auch so, also wie man da einfach verfährt. Das ist wirklich. Ja, das zeigt, dass sie überhaupt noch kein Bewusstsein hat. Also ich habe mich vor allen Dingen erschrocken, dass ich eigentlich doch gehofft hatte, dass obere Militärs ein bisschen mehr Ernst der Lage im Griff haben. Und ich denke auch, es sind gar nicht so viele neue Informationen. Viel, viel schlimmer ist natürlich, dass überhaupt deutsche Militärs über diesen Taurus-Angriff und auch über das Sprengung der Brücke sprechen. Damit sind wir doch eben verdammt nah dran, dass es so aufgefasst wird oder aufgefasst werden könnte, zumindest gefühlt, dass Deutschland doch irgendwie ein bisschen mehr mit dem Krieg zu tun hat. Denn sonst würden sich ja obere Militärs damit nicht befassen. Herr Alsen, nur ganz kurz, weil Herr Grau gesagt hat, die drei müssten jetzt eigentlich gehen. Sehen Sie das auch so? Nein, das sehe ich anders, weil ich glaube, das ist genau das Ziel von Putin mit der Veröffentlichung, dass jetzt auch die Führung dort destabilisiert wird, die militärische Führung. Ich glaube, man muss einfach die richtigen Konsequenzen ziehen. Und ich
Sie haben natürlich recht, auch Führungskräfte sollten inzwischen eine gewisse Sensibilität haben. Ja. Ich vermute aber, dass sie einfach vertraut haben, dass Systeme, die bei der Bundeswehr eingesetzt werden, vom MAD freigegeben sind, sage ich jetzt mal, vom militärischen Abschirmdienst, also vom bundeswehreigenen Verteidigungsgeheimdienst. Und dass das offenbar nicht der Fall ist, das ist, glaube ich, ein System- und Organisationsversagen. Ich meine, wie kann es sein, dass im dritten Jahr des Krieges so etwas passieren kann? Also ich erwarte, als Führungskraft würde ich erwarten, dass meine Organisation diese Dinge, die deren Aufgabe ist, technische Abschirmung, ist deren Aufgabe der Spezialisten, dass das so gelingt, dass ich ganz offen da reden kann. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt was in der Organisation nicht. Hören wir uns mal Boris Pistorius, der verantwortliche Minister, dazu an, was der dazu gesagt hat. Der Vorfall ist deutlich mehr als nur das Abhören und Veröffentlichen eines Gesprächs im Bereich der Luftwaffe. Es ist Teil eines Informationskrieges, den Putin führt, daran gibt es gar keinen Zweifel. Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation. Es geht um Spaltung. Es geht darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben. Und dementsprechend sollten wir besonders besonnen darauf reagieren, aber nicht weniger entschlossen. Es geht jetzt auch darum, hier Putin nicht auf den Leim zu gehen. Herr Grau, das ist ein bisschen ähnlich, wie es Herr Alsleben gesagt hat. Macht sich hier der Minister einen schlanken Fuß, indem er sagt, naja, wenn wir jetzt Konsequenzen fordern, dann gehen wir Putin auf den Leim? Oder hat er nicht einen Punkt? Ich finde, er hat keinen Punkt. Natürlich, klar, das war die Absicht Putins. Es war erstens wahrscheinlich seine Absicht, dass die Taurus-Lieferung jetzt wirklich unmöglich wird. Das wäre jetzt nämlich nicht wirklich peinlich. Und tatsächlich zu destabilisieren. Aber es hat eben funktioniert. Diese Leute sind offensichtlich da ihrer Verantwortung nicht gewachsen. Und da muss man sagen, egal was da die Intention in Moskau oder sonst wo war, so ist es eben. Ja, das ist, tut uns dann eben leid. Und dann muss man eben auch die Konsequenzen daraus ziehen, damit sowas eben genau nicht wieder passiert. Die Schuld liegt ja nicht bei Putin. Die versuchen es halt, ist ihr gutes Recht im gewissen Sinne, in dieser Auseinandersetzung. Und dass es überhaupt klappt, die Schuld, die liegt dann bei der Luftwaffe in dem Fall oder auch im Bundesverteidigungsministerium. Und da muss man die Konsequenzen ziehen. Frau Röhl, Sie haben genickt. Sehen Sie das ähnlich wie Herr Grau? Ich sehe es absolut genau. Ich sehe es nicht so, dass es ein Systemfehler ist, es auf jeden Fall. Aber dazu sind die Generäle zu hochrangig, als dass sie nicht selber dann verantwortlich bei so einer wichtigen Besprechung das überprüfen müssen, bin ich der Meinung. Es ist, wenn das jetzt nicht dazu führt, dass die entlassen werden, dann weiß ich nicht was. Es gab mal vor einem Jahr einen Admiral, wie heißt der, Schönbach, der nicht abgehört wurde und vielleicht dumme oder gute oder was auch immer dumme Sachen gesagt hat. Die Krim kann sowieso nicht zurückerobert werden. Arne Schönbaum hieß der Mann. Nee, Schönbach. Schönbach? Ja, also glaube ich. Bundeswehrangehöriger. Bundeswehradmiral. Arne Schönbaum war der vom Innenministerium. Genau, und der ist innerhalb von wenigen Stunden, weil er gesagt hat, die Krim ist sowieso nicht mehr zu erobern, geschasst worden, beziehungsweise hat dann selber seine Kündigung eingereicht, wie man das beim Militär nennt. Und da finde ich schon in Relation, also das ist jetzt ein ganz anderer Fall, aber da wurde sozusagen sofort Ende aus, alle Meriten vergessen wir jetzt. Und in diesem Fall, wo es so gefährlich wird, ich meine, wir sind eigentlich schon im Krieg oder Österreich sagt, es ist noch neutral, die Schweiz behauptet auch, aber die Wirtschaftssanktionen gehen los und jetzt sind wir beim Taurus und diskutieren mal fröhlich darüber, wenn wir das jetzt über Polen machen mit dem Auto, dann wird es schon irgendwie gehen. Die wollen etwas kaschieren. Das ist ja auch der Witz an der ganzen. Während sie abgehört werden, reden sie permanent darüber, wie sie kaschieren können, dass Deutschland dann in Anführungsstrichen beteiligt genau, ist. Aus dem Grund bin ich auch etwas anderer Meinung, was die Sachen für Scholz angeht. Also eigentlich wurde seine Argumente ja dadurch belegt. Die reden also die ganze Zeit darüber, wie man die eigentlich notwendige Beteiligung deutscher Soldaten irgendwie umgehen kann. Das bedeutet ja, Scholz hat im Grunde recht. Und es gab ja noch ein zweites interessantes Detail, was gerne ausgeklammert wird, dass in so einem Nebensatz einer sagt, kriegsentscheidend ist der Taurus ja eh nicht. Ja, also wissen wir gar nicht, ob der überhaupt funktioniert bei diesen Brückenpfeilern und so weiter. Ja. Ist aber sowieso nicht kriegsentscheidend. Ja? Also wo man merkt, eigentlich die Haltung des Bundeskanzlers wird eigentlich durch das Gespräch eher gestützt. Also Sie haben gesagt, es ist nicht kriegsentscheidend, aber
Für die Brücke ist es dann doch die beste Waffe, mit, aber wird wahrscheinlich 10 brauchen. Und für die Sie, aber es gibt Munitionslager ja den, ist besonders. Den Landübergang und mhm. vielleicht machen wir auch nur ein Loch in den Brückenpfeiler, wissen wir nicht. Mhm. Und, genau. Und man braucht mindestens 30 Marschflugkörper, um sie anzugreifen. Das ist auch sehr interessant. Also, war, Entschuldigung. Entschuldigung. Ganz kurz, ja. Was ganz sehr interessant war, ist auch, dass Sie ja irgendwie darüber geredet haben, dass diese Brücke eigentlich militärisch strategisch nicht gar nicht so wichtig ist und dass auch zivile Ziele dort ja getroffen werden, weil es ja eine sehr befahrene Brücke ist. Also jetzt einfach mal auf das Detail einzugehen. Die Brücke ist schon dafür bekannt, die Krim mit Russland, das Festland zu verbinden und viel Nachschub kommt über diese. Da würde auch ein Fährverkehr das ablösen. Es ist vor allen Dingen, das wissen alle, für die Ukraine, es ist so emotional, glaube ich, oder strategisch, aber es ist eigentlich kriegsstrategisch nicht wenig. Und ich glaube, das hatten die am Ende dann auch besprochen, das fand ich jedenfalls sehr interessant, wie wichtig, in einen Krieg einzutreten, mhm. beteiligt zu sein mhm. wegen einer Brücke und die Munitionslager mhm. auf der anderen Seite, dann ist die Frage auch noch, wie sinnvoll das ist. Aber machen wir uns doch nichts vor. Das ist doch bei allen gelieferten Waffensystemen jetzt schon so. Sie waren, keins von denen war kriegsentscheidend. Jedes von ihnen hat ein bisschen geholfen. Bei jedem von ihnen gibt es auch irgendwie eine Beziehung zur Bundeswehr. Ja, auch würde irgendwie der Transport von Deutschland organisiert. Ja, da ist Taurus jetzt kein Unterschied. Taurus ist insofern ein Unterschied, als dass es ein besonders mächtiges Waffensystem ist, was Putin auch fürchtet. Und jeder muss wissen, wenn wir es nicht einsetzen, erschwert das die Rolle der Ukraine und erleichtert die Rolle Russlands. Das muss man wissen. Wenn man sagt, das nehmen wir in Kauf, aus welchen Gründen auch immer, gut. Ich bin ja froh, dass wir hier in der Runde mhm. auch mal einen Dissens haben, sonst sind wir alle einer Meinung. Gerne. Das muss ja auch sein, dass man solche Dinge debattiert und beide Seiten hört. Ich glaube auch nicht, dass das eine leichtfertige Diskussion ist, weil das hier gerade so gesagt wird. Ich glaube, gerade die Aufzeichnung mhm. oder die Mitzeichnung, die wir gesehen haben, zeigt ja auch, dass da auch gerungen wird, auch die Argumente. Was mhm. spricht dafür, was spricht dagegen? Und in der Politik passiert das eben auch. Fakt ist aber, dass wir da in der Regierung keine einheitliche Haltung haben. Und das ist schon auch interessant zumindest. Ich meinte mit leichtfertig auch nicht die Diskussion. Ich meinte mhm. eigentlich nur, dass Sie eben abgehört wurden, weil Sie kein abhörsicheres System benutzt haben. Ja, da bin ich voll bei Ihnen. Das aber, ist ein Unding. Aber diese Abwägung des Kanzlers, da geht es ja um extrem viel. Da geht es um eine eventuelle deutsche Beteiligung bei diesem Krieg. Und das könnte Putin als Affront, als Art Kriegseintritt von Deutschland sehen. Verstehen Sie da nicht, dass er so zögerlich ist? Das hat er aber bei jedem Waffensystem gesagt. Ich meine, wir haben mit Helmen angefangen und das groß gefeiert. Ja, und dann ging es um die Panzer, die nicht... Überall wurde gesagt, ja, das wird als Kriegseintritt gewertet. Für Putin mhm. sind wir längst im Krieg. Das sagt er doch offen. Da macht doch der Taurus keinen Unterschied. Ja, das ist, wir sind im Krieg, weil deutsche Waffensysteme da eingesetzt werden. So sieht er das. Mhm. Also wir sagen, wir sind nicht im Krieg. Ja, und wir können das auch gut völkerrechtlich begründen. Und deswegen finde ich auch die Debatte wichtig bei Taurus, weil das muss die Voraussetzung erstmal sein. Also Macron zu sagen, ach Mensch, man könnte irgendwann Bodentruppen entsenden. Das ist vielleicht politisch klug gedacht, nichts auszuschließen. Aber das in dem Zusammenhang zu sagen, war halt nicht so besonders klug und erschwert auch die Debatte bei uns. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich jetzt keinen großartigen Unterschied zwischen Taurus und dem bisher gelieferten Waffensystem. Naja, bei Taurus ist zumindest der Bundeskanzler der Meinung, braucht auch noch die Mithilfe von deutschen Soldaten. Sagt der eine so, der andere so. Es gibt eben andere, die sagen, es geht auch ohne. Okay, Sie haben gesagt, es war von Macron gar nicht mal so unklug, nichts auszuschließen. Am nächsten Tag hat ihn Scholz widersprochen. Finden Sie das klug von Scholz? Also das war beides nicht gut. Und das zeigt auch, dass wir hier ein fundamentales Problem haben zwischen der deutschen Regierung und der französischen. Das gab es so nie. Es gab immer Meinungsverschiedenheiten, aber die wurden anders ausgetragen. Und das finde ich eigentlich noch viel gefährlicher als die Debatte in dieser Sache, mhm. dass dieser deutsch-französische Motor einfach nicht mehr funktioniert. Da ist der Keilriemen gerissen. Und das muss repariert werden. Und ich meine, was ist noch? Mit den Briten funktioniert es auch nicht gut. Ja, wo funktioniert es denn überhaupt noch gut? Ja, und das in einer Lage, wo wir eine Kriegssituation in Europa haben, wo wir im Nahen Osten eine Kriegssituation haben, wo wir wirtschaftlich als Deutschland weit abgehängt mhm. sind. Ich meine, irgendwas muss doch mal klappen. Aber Sie sprechen den entscheidenden Punkt an. Also es ist ja nicht nur so, dass es zwischen Berlin und Paris nicht funktioniert und London vielleicht auch nicht, sondern dass der gesamte Westen eigentlich keine einheitliche Strategie hat oder überhaupt gar keine Strategie erkennbar ist. Bei den Amerikanern hat man den Eindruck, sie haben jetzt in den ersten 2 Jahren der Ukraine immer gerade so geholfen, wahrscheinlich auch mit Blick auf Russland, dass sie nicht verlieren, aber auch nicht gewinnen können. Also gerade immer so, ja, sonst hätten sie auch ganz anders agieren können.
Auch selbst die Amerikaner haben also vorsichtig agiert. Jetzt müssen wir eigentlich nicht noch nassforscher auftreten als die Amerikaner. Sind wir, glaube ich, auch gut beraten. Und das war erstmal eine Hinhaltestrategie, aber jetzt fehlt halt die Exit-Strategie. Wie und kommen da, wir aus der Nummer Herr Grau, raus? Ja. Sie haben doch am Anfang Verhandlungen gefordert, ja, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Wie sieht es denn jetzt bei Ihnen aus? Wir werden da nicht drum rumkommen. Es werden Verhandlungen am Ende der Sache stehen. Fertig. Keiner wird bis Moskau marschieren. Ja, also das ist doch vollkommen klar. Das ist doch vollkommen lächerlich. Also ich glaube, da macht man sich auch in der öffentlichen Kommunikation was vor. Am Ende wird ein, wie immer das dann heißen wird, ein Waffenstillstand, der dann ewig hält oder nicht hält oder sowas. Es wird irgendeine Verhandlungslösung am Ende des Tages stehen und kein Siegfrieden von irgendeiner Seite. Also das ist, glaube ich, vollkommen klar. Und die Frage ist nur, wie viel 10.000 Opfer soll das Ganze noch kosten letztendlich? Absolut, ja. Herr Alsleben, ist für Sie der Moment für Verhandlungen schon gegeben? Mit Putin kann man nicht verhandeln. Das haben wir doch beim letzten Mal gesehen bei der Krim. Es wird nicht funktionieren. Also zumindest nicht aus einer Situation der Schwäche heraus. Ja? Wenn man mit Putin aus einer Situation der Schwäche heraus verhandelt, hat man schon verloren. Deswegen wäre ich eher dafür, der Ukraine noch mehr Unterstützung zu geben. Ja, natürlich nicht bis Moskau zu marschieren, aber so, dass für Putin der Preis viel höher ist als jetzt. Aber was bedeutet das? Mhm. Ist es dieses whatever it takes, auch mit Boots on the ground, Soldaten auf dem Boden? Oder was bedeutet, von uns aus jetzt, unsere Soldaten auf dem Boden? Ja, was bedeutet, wenn man sich jetzt die Situation in der Ukraine anschaut, ist die russische Armee auf dem Vormarsch. Ja. Der Ukraine fehlt Munition, aber sie verliert vor allen Dingen auch an Land. Was bedeutet das, wenn wir jetzt sagen, Putin in eine Position der Schwäche bringen? Was ist, wenn Waffen nicht ausreichen? Was ist, wenn der Taurus nicht ausreicht? Was ist dann Ihrer Meinung nach der nächste Schritt? Sollten wir dann reingehen? Also das würde ich nicht sagen. Das wäre ja dann eine wirklich offensichtliche Kriegsbeteiligung. Aber wir sind ja noch nicht so weit. Also ich meine, wir könnten ja noch Waffen und Munition liefern. Munition nicht mehr viel. Weil sonst aber ist das ist wirklich, also da muss ich jetzt mal irgendwie Einhalt geben. Also das Wichtigste, was der Ukraine langsam fehlt, sind Menschen, sind Soldaten. Also die mobilisieren ja jetzt schon bei den Älteren und bei den Jungen. Und die Verlustzahlen sind ja auch deutlich höher. Ja, weil die Waffensysteme nicht reichen. Ja, aber es ist ja die Frage, Putin nur verhandeln nach einer Stärke. Das war genau vor 2 Jahren das Thema. Da fühlte sich der Westen und die Ukraine noch stark. Die Ukraine hatte ja eine starke Armee, 400.000 Mann, gegen am Anfang 120.000 von Putin, mit denen er so auf eine katastrophale Art eingemarschiert ist. Und da hieß es auch schon, wir verhandeln erst, wenn wir Putin besiegt haben. Das war ja eine richtige Kriegsbegeisterung. Und wenn man jetzt die Nachrichten hört, dann muss man einfach eingestehen, dass wir eigentlich die Ukraine ist dabei zu verlieren. Putin ist im Moment stärker. Natürlich ist die Verhandlungsposition eher schlechter geworden, als vor 2 Jahren sie noch war. Aber man kann doch jetzt nicht sagen, wir werfen da noch mehr, was tut Putin das denn weh? Das sind dann noch 50.000 Soldaten mehr auf der russischen Seite, noch 50.000 mehr auf der ukrainischen Seite. Wollen wir einfach so eiskalt über die Menschenleben und über die Zerstörung reden? Das tun wir. Wenn das die Ukraine entscheiden, wenn die ukrainische Politik sagt, naja, jetzt würden wir eine auch Verhandlung. Die Ukraine ist es nicht wert, einen dritten Weltkrieg zu erzeugen. Und sie haben ja eine Situation in Deutschland, dass wir einerseits so relativ kriegsschreiende Politiker haben, wie Herrn Kiesewetter oder Strack-Zimmermann, Anton Hofreiter. Und auf der anderen Seite werden eigentlich diejenigen, die für Verhandlungen sind, mit dem Wort Frieden ist das schon was Negatives fast. Sarah Wagenknecht wird mal als Nazi, mal als Stalinistin geframed. Also so ungefähr. Und Olaf Scholz ist der böse Friedenskanzler, der nicht. Frieden ist im Moment total negativ geframed. Ich weiß auch, woher das kommt. Das ist eine lange Geschichte. Das ist ja ein ursprünglicher. War kein Frieden. Die Frage, aber es muss ja trotzdem, unabhängig von links oder rechts oder von irgendwas, muss ja irgendwie. Die Verhandlungen müssen auf den Tisch. Ja. Da stimme ich 100% zu. Und es kann nur ein Verhandlungssieg geben. Und er sollte lieber so schnell wie möglich und nicht noch was mehr Opfern. Was würde Putin dann machen müssen, damit wir das akzeptieren? Was muss er dann machen? Oder was müssen wir machen? Also ich höre seit 2 Jahren, dass Putin nicht verhandeln will. Putin sagt ja eigentlich relativ häufig, dass er verhandeln will. Also ich würde sagen, es muss ein echter Könner oder ein Team von Könnern
das wirklich verhandeln kann und Verhandlungen ernst nimmt, das muss jetzt eigentlich. Das ist auch eine gute Gelegenheit nach diesem Abhörskandal. Und was soll man da mit ihm vereinbaren, dass er nicht mehr die Leute in Spanien umbringt, aus seine Landsleute oder Herrn Nawalny? Oder was soll man da mit ihm verhandeln? Also ich meine, mit Putin, der ist ein Mörder, ein hinterhältiger Mörder. Da muss man jetzt sagen, also da haben wir auch ein bisschen was verlernt. Also noch während des gesamten Kalten Krieges oder die Sowjetherrscher waren ja auch nicht anders oder andere Despoten auf der Welt. Es gehört zur Diplomatie mit Massenmördern, Völkermördern und sonst irgendwelchen Kanaillen zu verhandeln. Das nennt man eben Diplomatie. Ja, also man macht nicht nur Shake Sands mit. Ja. Also wir haben am Ende haben wir den Kalten Krieg durch Stärke natürlich. Ja, aber da waren die Amerikaner auch auf unserer Seite. Das könnte sich ändern im Oktober mit den Wahlen, mit Donald Trump. Mhm. Was sagen Sie dazu? Muss man abwarten. Also bei Trump kann man überhaupt nichts vorhersehen. Also muss man das kann auch in eine andere Richtung gehen. Das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, das weiß selbst der größte Amerika-Experte nicht, was dann passieren wird. Muss man einfach mal offen sagen. Aber es zeigt halt eben, wie uneinig der Westen halt im Grunde ist. Und dass auch Europa da seine Hausaufgaben nicht macht. Nicht? Also es fehlt ja nicht an Taurus-Marschflugkörpern, würde ich sagen. Sondern die EU hat, glaube ich, im März 1 Million Artilleriegranaten zugesagt, geliefert wurden 300.000. Es sind diese fundamentalen Sachen. Also wenn man völlig zu Recht sagt, okay, wir waren mal in einer besseren Verhandlungsposition, die Ukraine. Ja, wir waren und jetzt hat sich die militärische Situation verschlechtert. Ich würde ja soweit entgegenkommen und sagen, okay, also die Ukraine muss zumindest wieder militärisch in die Lage versetzt werden, dass es überhaupt für Putin interessant ist zu verhandeln. Ja. Dabei hilft aber nicht Taurus, sondern da muss einfach ganz grundlegende militärische Fähigkeit wiederhergestellt werden. Und daran sollte man auch arbeiten. Aber dann müssen irgendwann auch andere Wege beschreiben. Gut, da haben wir natürlich auch unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Also was wir jetzt hier bei der Abhörgeschichte beklagen und sagen, das dürfte eigentlich nicht passieren. Ich meine, wir sind ja, wenn die Fregatte im Hessen ihre paar Raketen leergeschossen hat in ein paar Tagen, dann war es das ja fast. Also da gibt es auch keinen Nachschub mehr. Dann kann die eigentlich nach Hause, dann kann die mit Wasserpistolen gegen die Houthi-Rebellen angehen. Das ist doch das Problem. Wir haben in den 2 Jahren nicht unsere Hausaufgaben gemacht und die Bundeswehr nicht richtig aufgerüstet. Wir können ja gar nicht mehr so viel an die Ukraine liefern. Und vor allen Dingen, wir haben auch nicht unsere, wie Sie gesagt haben, die Hausaufgaben gemacht, auch in der Aufrüsten von Deutschland, die Sicherheit herstellen. Aber man muss auch sagen, laut Umfragen würden nur 17% der Deutschen ihr Land verteidigen. Sind die Deutschen einfach absolut kriegsscheu, was ja nicht ganz unnachvollziehbar ist? Das weiß ich nicht. Ich finde, wir sind es halt nicht gewöhnt. Wir haben eine ganz, ganz lange Geschichte von das ist eben dieses Los mit dieser Friedenspolitik. Darüber habe ich ja ein Buch geschrieben, über die Friedensmarschbewegung. Die fing mit der Osterbewegung an. Alles von den Stalinisten übrigens damals unterstützt, alles aus Moskau und Ost-Berlin. Ich habe die Akte auch gefunden. Die ganzen Anti-Atom-Bewegungen, alles ist von Ost-Berlin, 50er, 60er, 70er. Die Friedensbewegung, die kann man ja schon nicht mehr hören, der 80er Jahre, total Stasi unterwandert. Ich verstehe, dass Leute aus der CDU, früher immer konservativ waren, so mal so einen Aufwind kriegen nach dem Motto, endlich kommen mal diese blöden Friedensidioten, die aber früher natürlich stalinistisch unterwandert waren oder sowjetisch. Jetzt kommt das mal auf den Tisch. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass Friede an sich schlecht ist oder Verhandlungen. Aber natürlich haben wir einen, dann gab es die Wehrdienstverweigerer, meine ganze Generation. Eigentlich das waren früher mal die Grünen, die es jetzt ganz anders sehen. Das waren immer die Grünen. Und das heißt, wir sind eigentlich, die Bundeswehrsoldaten, Soldaten sind Mörder. Das ist ein Urteil des Verfassungsgerichts. Also wir haben eine lange Geschichte, wo eigentlich der gesamte Militärbereich negativ gesehen wurde. Und ich glaube, da müssten wir uns erst erholen von diesem ganzen Negativ-Framing von Jahrzehnten und auch unterscheiden heute, was war stalinistisch-sowjetisch und was ist heute Putin. Also Putin ist deshalb ja nicht ein guter Mensch, aber er ist auch kein Sowjetstaat mehr. Das muss man auch sehen. Übrigens zu den anderen Ländern, mit denen wir Handel führen, China, in Katar haben wir jetzt vorgesprochen, ob wir da Öl bekommen. Also ich meine, das sind ja auch Unrechtssysteme, die wirklich, also nicht nur einen Herrn Nawalny, sondern die bringen auch ihre eigenen Leute um in Massen in China. Und da können wir nicht einfach so fixiert sein und sagen, mit dem dürfen wir, weil er böse ist, nicht verhandeln. Also man muss ja auch irgendwie eine Realpolitik haben, irgendwann. Klar, das muss man, aber man muss natürlich auch eine Verhandlungsoption haben und eine Verhandlungsstärke, sonst bringt das nichts. Ja. Aber wenn wir die nicht haben,
Ich glaube, jetzt drehen wir uns im Kreis. Hier können wir einen Punkt machen, bleiben aber im weitesten Sinne beim Handel, nämlich bei der Wirtschaft. Herr Alsleben, mit Beginn dieses Krieges sind die Energiekosten in die Höhe geschnellt. Obwohl wir in Deutschland noch immer mitunter die höchsten Energiekosten weltweit haben, klagt die Wirtschaft aber vor allem über die Bürokratie. Nicht die hohen Personalkosten, nicht die hohen Steuern, nicht die hohen Energiepreise, sondern die Belastung durch Bürokratie ist auf Platz Nummer 1 der drängendsten Probleme für die befragten Unternehmen. Laut Bundesjustizministerium kostet die deutsche Bürokratie die Wirtschaft 65 Milliarden Euro im Jahr. Herr Alsleben, Sie haben mal gesagt, 50% der Investitionssummen in Deutschland wandern ab, raus aus Deutschland. Erklären Sie uns, wohin gehen die und was bedeutet das eigentlich konkret für die Wirtschaft? Wer kann, der geht? Ja, es ist so ähnlich. Also 58% der von uns befragten Unternehmen sagen, sie investieren wegen Bürokratie nicht mehr in Deutschland. Das passt zu dieser aktuellen DIAK-Umfrage, die Sie gerade gebracht haben. Und das heißt, dass allein aufgrund bürokratischer Restriktionen, und das wird von der Wirtschaft natürlich sehr weit gefasst, das ist Einengung wirtschaftlicher Freiheit, also es geht da nicht nur um Informations- und Berichtspflichten, sondern allgemeine Regulierung. Wegen dieser Regulierung gehen sie dann ins Ausland, oder? Lassen die Tätigkeit ganz. Also diese beiden Varianten gibt es. Ich habe jetzt im Bekanntenkreis ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, die sehr schnell als Start-up extrem erfolgreich geworden sind. Die gehen jetzt in die USA. Die machen hier alles komplett dicht, weil sie es einfach nicht mehr aushalten mit der Bürokratie hier. Sie sagen, es ist furchtbar. Jede Innovation wird eingeengt von den Behörden. Es gibt keine Ansprechpartner, es gibt kein Wohlwollen, sondern nur Kontrolle. Einmal im Jahr Betriebsprüfung durchs Finanzamt, weil die sagen, es kann nicht sein, dass sie so schnell gewachsen sind. Da stimmt irgendwas nicht. Und dann sagen die, doch, wir sind einfach erfolgreich und es wird wirklich jede Quittung hinterfragt und dann sagen sie, okay, wenn ihr uns nicht hier haben wollt, gehen wir woanders hin und zahlen halt da die Steuern und das passiert. Vor allem die Normen sind so extrem gestiegen. Ich habe mir die Zahlen angeschaut. In den letzten 10 Jahren ist pro Jahr sind ca. 1000 Normen hinzugekommen. Erzählen Sie uns mal ein bisschen aus dem Alltag von Metzgern, Bäckern, Handwerkern. Was sind so typische Normen, die einfach die Unternehmer gängeln? Die hinzugekommen sind. Also die Kennzeichnungspflichten für Produkte. Also Sie müssen ja gegenüber dem Kunden alles offenbaren, was da drin ist. Dann gab es jetzt den Fall von einem Bäcker, wo die Gewerbeaufsicht gesagt hat, also der Boden in deiner Bäckerei, der ist zu rutschig. Ja, Sie brauchen da andere Fliesen. Dann hat er die anderen Fliesen eingebaut mit so Riffeln. Dann kommt das Gesundheitsamt und sagt, nee, das ist aber schlecht, weil da sammelt sich der Schmutz drin. Das geht auch nicht. Das heißt, Sie haben auch widerstreitende Interessen, weil ganz unterschiedliche Zuständigkeiten, nicht nur der Behörden, sondern auch der Gesetzgebung da sind. Die reden ja nicht miteinander, sondern das Gesundheitsministerium hat andere Gesetzgebungsvorschläge als das Umweltministerium oder das Bauministerium. So, und in diesem Konglomerat werden die, der Habeck hat mal gesagt, wir sind umzingelt von Realität, die Unternehmen sind umzingelt von Bürokratie. Sie sind umzingelt von Bürokratie aus verschiedenen Richtungen und das ist so frustrierend und Sie können wirklich, machen Sie das mal zu Hause, wenn der Handwerker kommt, Sanitärinstallateur, fragen Sie den mal und er kann Ihnen eine Stunde, treibt die Kosten in die Höhe, aber kann Ihnen eine Stunde jede Menge Anekdoten erzählen. Das ist unterirdisch. Ich glaube, das Zitat war bei Anne Will, wir sind umzingelt von der Wirklichkeit. Herr Grau, ist es die Wirklichkeit, dass sich Deutschland einfach in den Wahnsinn regelt? Ich glaube erstmal, dass es wahrscheinlich keine allein deutsche Spezialität ist. Nicht? Ich denke, so moderne Industriegesellschaften haben blähen einfach ihre Bürokratie auf. Also das, ich glaube, man kann es auch erstmal auf so einer abstrakteren Ebene sehen. Nicht? Das ist so ein Bürokratien schaffen Bürokratien. Wenn wir sie erstmal lassen, dann wachsen die von selbst. Und selbst wahrscheinlich wäre der Bürokratieabbau nicht ohne Bürokratie möglich, weil dann müssen wir erstmal wieder eine Planungsgruppe gründen, die dann wieder noch unterschiedliche Unterabteilungen hat, in denen besprochen wird und so weiter. Also ich glaube, wir haben es einfach auch mit einem systemischen Problem unserer Gesellschaften zu tun. Und da wäre ich zutiefst pessimistisch, dass das überhaupt lösbar ist. Also ich weile auch schon ein paar Jahrzehnten auf diesem Planeten. Noch nicht so ganz so viele, aber doch ein paar. Und Bürokratieabbau, das halt seit, ich weiß nicht wie lange in meinen Ohren, das Gegenteil ist passiert, es wird immer wieder versprochen und ich habe den ganz starken Verdacht, dass Bürokratieabbau zumindest in so hochkomplexen Gesellschaften wie unseren nur durch etwas passiert, was wir alle nicht wollen, Krieg, ganz große Katastrophe. 1945 hat man Bürokratieabbau. Ja, ich glaube, dass es einfach Eigendynamiken von unseren Gesellschaften ist, das ist quasi unlösbar.
Da würde ich widersprechen, da bin ich optimistischer. Also erstmal, die Unternehmen gehen ja zum Beispiel ins Nachbarland, Polen, ja, oder in die Niederlande. Das heißt, es muss ja da weniger schlimm sein. Und es ist auch so, es ist weniger schlimm. Also haben wir schon ein sehr speziell deutsches Problem. Und in Deutschland haben wir verschiedene Ursachen für Bürokratie. Und eine ist eine extreme Risikoaversion von Politikern und Beamten. Die sagen, es könnte einen eventuellen Einzelfall geben, den müssen wir ausschließen. Wir hatten jetzt gerade, also wir hatten gerade den Fall, da sind Kinder irgendwie verunglückt, weil die auf so komischen Stelzen gegangen sind, in einem Kinder, in der Kita. Der erste Reflex in Deutschland war, wie können wir die Regulierung verschärfen, damit sowas nicht mehr vorkommt? Statt einfach zu sagen, wie kann man den gesunden Menschenverstand einschalten und gucken, mit welchen Spielgeräten man wie umgeht. Also das, was Eltern normalerweise machen. Und man muss am Ende auch bereit sein, nicht jedes Risiko auszuschließen. Ja, bei Unternehmen ist es einfach so, wir gehen erstmal grundsätzlich davon aus, das sind Verbrecher, die versuchen an den Gesetzen vorbei, uns alle zu betrügen. Und wenn man diesen Weg geht, ist man dann beim Drittleiterbeauftragten, obwohl wir alle, glaube ich, im Umgang mit Drittleitern geschult sind. Frau Röhl, sind Sie auch Opfer des Bürokratiewahnsinns in Deutschland? Nein, nur indirekt durch die Kosten. Also ich sehe es eigentlich so wie Herr Grau. Also ich glaube, man hat einfach viel zu viele Beamte eingestellt. Das ist auch, finde ich, eine Sache der Rot-Grünen. Also das ist so, unter denen ist der Beamtenapparat einfach enorm gewachsen. Waren alle schuld. Und muss man, nee, aber die 68er waren so ganz eigenartig mit ihrem Lauf durch den Marsch durch die Institutionen. Sie haben enorm den Beamtengrad aufgebläht. Und ich glaube, dass die dann immer ihre Betätigungsfelder suchen. Also das ist tatsächlich ein Zeitgeist. Also die müssen dann ja auch immer irgendwas den ganzen Tag tun. Und das ist wirklich ein extremes Problem. Es ist ja dasselbe wie bei den NGOs oder dem Kampf gegen Rechts oder irgendwas. Die müssen ja immer neu, also beschäftigt werden, weil das ist ja ihr Job. Dann nicht nur die Rot-Grünen von damals, sondern auch Rot-Grün-Gelb von heute. Ich sage nur Gebäude-Energiegesetz. Absolute Bürokratiehölle. Cannabis-Legalisierungsgesetz, wer sich es genau angeschaut hat mit den Clubs etc., was da für Bürokratie auf uns zukommt. Der Spaß ist dann auch vorbei. Selbstbestimmungsgesetz, Kindergrundsicherung, wie viele Leute da eingestellt werden müssen, um das zu überprüfen. Ja. Aber auch der Staat will einfach aus grüner Sicht so gut wie alles regeln. Selbst das Klopapier für die Filmförderung ist kein Witz. Ich habe es vorbereitet. Hier. Um die Filmförderung zu bekommen, darf das Klopapier nicht weniger Altfaseranteil haben als 90%. Also 90% Altfaseranteil. Den Deutschen ist wirklich kein Luxus vergönnt. Aber Frau Röhl, ist es nicht eine gewisse Form der Erziehung? Wir geben komplett vor, wie die Leute zu sein haben und das mit Bürokratie, mit Regeln? Ja, auf jeden Fall. Das ist dann, was Sie richtig gesagt haben, dass die 68er haben mal damit angefangen. Und der Zeitgeist aktuell ist ein solcher grüner Erziehungsgeist. Und dann haben wir die ganzen Beamten und dann haben wir auch so eine Ideologie. Die Ideologie heißt ja, Klopapier, ich glaube, man soll nicht mit Auto irgendwo zum Drehort fahren. Also es soll alles recycelt und ich weiß nicht, was sein. Und wenn die einmal, diese Beamten, die ja keine kreativen Leute sind, die nicht in der Wirtschaft sind, die eigentlich auch irgendwie nicht zum Bruttosozialprodukt eigentlich wirklich mithalten, wenn die da einmal in diesem Zeitgeist sind und sie haben das dann als Ziel, dann legen die irgendwie los gegen die Realität und dann wandern die Unternehmen irgendwann ab. Das ist wirklich sehr traurig und ich hoffe eigentlich eher, dass wir es doch lösen, nicht durch einen Krieg, sondern durch einen Ideologiewechsel. Herr Grau, das ist ja auch so ein bisschen das Gebiet aus Ihrem Buch Die Hypermoral, dass sich im Grunde genommen die Wirtschaft und Moral in diesem Punkt, in auch der Erziehung und da das Richtige tun, nicht ganz so richtig vertragen. Oder habe ich Sie da falsch verstanden? Ich würde vor allem erstmal uns Bürger auch nicht so schnell aus der Pflicht entlassen. Also bisher hört sich in der Diskussion so an, da ist die Bürokratie schuld oder die Verwaltung oder die Parteien oder der Staat. Es wird immer anonymer. Aber es ist ja eben schon deutlich geworden in der Debatte, häufig wir Bürger von Wohlstandsgesellschaften fordern das dann ja auch ganz schnell wieder ein. Die Sicherheit und die Kennzeichnungspflicht. Und da sollen keine Gifte drin sein. Und das soll dokumentiert sein. Und wehe, uns passiert was, rennen wir zum Anwalt und wollen das dann. Und wenn es dann noch keine Regelung gibt, dann soll die aber bitte schön her. Und dann muss auf dem heißen Kaffeebecher noch stehen, Vorsicht, du kannst dich verbrühen. Als wüsste es keiner. Ja? Also es sind ja auch teilweise wir selbst und unsere Neigung, sofort alles auf eine juristische Ebene zu ziehen,
unsere Rechte auch wirklich jetzt einzufordern, ja, die an dieser Regelungswahn dann schuld sind. Also wir befeuern den ja. Ja? Ich finde, es würde mich dann ein bisschen weigern, uns daraus zu entlassen, zu sagen, ach, da sind diese Bürokraten schuld. Nein, zum Teil sind es ja auch wir selber. Ja, aber wie kommen wir da raus? Ich fürchte gar nicht. Also wie ich schon sagte, da bin ich zutiefst pessimistisch. Also zum einen gibt's einfach so eine, haben Bürokratien eine gewisse Funktion. Ich glaube, es war der Soziologe Luhmann, der eben auch darauf hingewiesen hat, in solchen hochkomplexen Gesellschaften haben so überbordende Bürokratien so eine Funktion der Kontingenzbewältigung. Ja, also sie federn quasi die Gesellschaften so ein bisschen ab von der Realität. Und das ist das eine. Und das andere ist eben tatsächlich unsere Neigung von Wohlstandsbürgern, eben radikal ihre Rechte jetzt auch durchzusetzen. Und dann kommt es zu solchen Überregelungen. Herr Alsem, ich sehe da einen sehr bösen, skeptischen Blick. Ja, bitte Gegenrede. Ja, ich glaube, ich bin dabei, Frau Röhl. Beamte kreieren Bürokratie, weil sie so getrimmt sind. Sie sind dafür zu sorgen, dass Dinge, die eventuell falsch laufen können, geregelt werden und überprüft werden. So, das heißt, der erste Ansatz wäre, Zahl der Beamten zu reduzieren. Wir haben einen Stellenaufwuchs von 11.500 in den zweieinhalb Jahren der Ampelregierung. Die haben das jetzt abgemildert. Aber was wir brauchen, ist nicht eine Abmilderung, sondern einen Rückbau. Wir sagen, two out, one in. Also erst, wenn man einen neuen einstellen will, müssen vorher zwei in Pension gegangen sein. Und das passiert ja jetzt auch. Wir haben ja ältere Jahrgänge. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man noch neue einstellen darf, weil man braucht ja auch Innovation und vielleicht neue Erkenntnisse, jüngere Leute. Aber dann bitte erst zwei raus, einer rein. Dann muss man die anders incentivieren und motivieren. Es muss zur Motivation des Beamten gehören, Regulierung abzubauen. Also man müsste nicht am Ende der zwei Jahre bei der Beurteilung sagen, boah toll, du hast an fünf neuen Gesetzen gearbeitet, sondern es müsste sein, wie viel Regulierung hast du denn abgeschafft? Und das müsste man auf Ministerium hochrechnen. Und der Minister, der die meisten abschafft, der muss der König sein in der Regierung. Also man muss da eine Veränderung des Mindsets haben. Und im Gesetzgebungsverfahren müssen wir auch was ändern. Die Niederländer zum Beispiel, die haben so kleine Workshops mit Mittelständlern. Bevor das Gesetz ins Parlament kommt, wird mit denen ein Praxistest gemacht. Und die Hälfte der Gesetze ändert sich daraufhin, weil man merkt, das funktioniert nicht. Bei uns merkt man es immer erst, wenn es zu spät ist. Da ist es schon im Bundesgesetzblatt. Ich habe da Millet, den habe ich auch vergangene Sendung eingespielt, da vor mir, wie der so von einem Chart steht und sagt... Afuera, afuera. Genau. Familienministerium braucht keiner. Die raus. Bräuchten wir eigentlich nicht in Deutschland mal jemanden, der so Bürokratie abbaut? Es wäre so mein Traum. Ja, es wäre mein Traum. Ich glaube, dann gibt es aber doch ein bisschen Kollateralschaden, weil natürlich Bürokratie bedeutet, wenn es richtig gemacht ist, ja auch Rechtssicherheit. Ja, also wir wollen ja keine komplette Willkür, dass ein Beamter jenseits von vorhandenen Regeln entscheidet, was gemacht wird. Aber ich glaube, wir bräuchten Menschen mit einem Praxisbezug, die sagen, okay, was können wir alles mal abschaffen? Oder wir müssen es wenigstens mit Experimentierklauseln versuchen und sagen, also in einer bestimmten Region gelten einfach bestimmte Gesetze eine Zeit lang nicht mehr. Aber wenn wir jetzt schon darüber diskutieren mit Herrn Heil, ob man wenigstens das Arbeitszeitgesetz von täglicher Höchstarbeit auf wöchentliche Höchstarbeit ändern darf und er sagt, nein, das geht auf keinen Fall. Was sollen wir dann über Bürokratieabbau reden? Das ist ein klitzekleines Minimum. Wir wollen nur das Niveau, das europaweit eigentlich gilt. Aber nicht mal das wollen Sie. Ich habe vorhin erwähnt, in den letzten 10 Jahren ca. 1.000 Normen pro Jahr. Erst seit 2 Jahren ist die Ampel am Werk. Davor war es ja CDU, hat Wirtschaftsministerium auch gestellt. Herr Alsleben, Sie sind CDU-Mitglied. Muss man sich da zumindest parteitechnisch nicht ein bisschen an die eigene Nase fassen? Total. Dass total da was aufgebläht wurde? Ich war ja damals bei der Mittelstandsunion tätig. Und wir haben den damaligen Wirtschaftsminister Altmaier unterstützt darin. Er wollte das letzte Bürokratieentlastungsgesetz machen, Bürokratieentlastungsgesetz 3. Und das läuft so. Und das ist jetzt bei Herrn Buschmann in der neuen Koalition nicht anders. Da gibt es Politiker, die wirklich sagen, wir wollen da mal ran. Die sammeln die Informationen von den Betroffenen, von den Verbänden, von den Unternehmen. Und dann haben die viele gute Vorschläge, dann geht das in die Fachressorts und kommt geschreddert wieder zurück. Da bleibt nichts übrig. Ich kann Ihnen sagen, wie viel übrig bleibt. Von 442 konkreten Vorschlägen, die die Wirtschaft dem Minister gemacht hat, 442
Wie viele davon sind übrig geblieben? Wie viele sind geschreddert worden? Ja, ich weiß es, weil wir selber die Analyse mitgemacht haben. Fast alle. 11. 11 von 442. Also 11. Es sind ehrlicherweise ein bisschen mehr. Es sind ungefähr 10%, die in dieses Gesetz oder in andere Gesetze kommen. Ja? Und von den 450 sind auch nicht alle Bundesgesetze gewesen und nicht alle sofort umsetzbar. Aber es ist nur ein Bruchteil. Und damit ist Herr Buschmann schon weiter, als es Herr Altmaier war. Ich gebe Ihnen das eine Beispiel, was damals, was mich so fasziniert hat, wir müssen doch im Hotel alle diese Zettel ausfüllen, ne, wenn man sich da angemeldet hat, wo jeder fragt, hey, wieso, ich habe mich doch online schon registriert, wieso muss ich das ausfüllen? Das ist damals am Innenminister Seehofer gescheitert, weil er gesagt hat, nee, ich brauche den Fingerabdruck, falls sich da einer unter einer falschen Identität einwählt. Konnte aber keine 5 Fälle nennen, die da im Jahr überhaupt je zum Trage kamen. Das ist jetzt mit dem neuen Bürokratieentlastungsgesetz, wird diese Sache abgeschafft, aber viele, viele andere Dinge eben nicht. Und das ist, wir brauchen da eine Änderung im Mindset der Beamten, der Politiker. Aber diese 65 Milliarden Euro, die das Justizministerium ausgerechnet haben, die muss ja auch jemand zahlen. Und zwar wir als Bevölkerung. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, so gut geht es uns nicht. Frau Röhl, werden hier nicht auch wieder die Armen und der Wohlstand Deutschlands zum Opfer dieser Bürokratie? Auf jeden Fall. Also Sie haben ja gerade vorher gefragt, wie ich betroffen bin. Ich bin sonst nicht betroffen, aber natürlich sind wir alle betroffen, indem wir das bezahlen. Und natürlich, deshalb habe ich Ideologie gesagt, dann gibt es so eigene Dynamiken bei den Beamten. Aber es gibt ja auch solche Ideen, der Green New Deal. Also es gibt auch so einen Überbau schon, der, also das ist auch ein Zeitgeist. Und ich glaube, an der Stelle, was der Zeitgeist angeht, das ist so im, das kommt so bei diesen Verordnungen, dann sind wir im Klein-Klein. Es müsste eigentlich erstmal dieses Umdenken stattfinden, Bürokratieabbau ist sozusagen wirklich notwendig. Ich glaube, es muss von oben kommen. Es ist extrem notwendig. Sie haben jetzt gerade genickt, dieses Klein-Klein und Vorschriften. Aber wer vor allen Dingen unter der Vorschrift oder unter vielen Vorschriften leidet, ist die Baubranche. Und bei der sieht es gar nicht gut aus. Mhm. Die Baubranche macht 19% unserer Wirtschaftsleistung aus. Und es sind nicht nur die Zinsen und die teuren Baustoffe, sondern es sind vor allen Dingen Normen, Genehmigungen, die dafür sorgen, dass niemand mehr in Deutschland Lust hat, auch zu bauen, geschweige denn es sich leisten kann. Und ich glaube, der Verbandschef hat gesagt, wer in Deutschland baut, geht bankrott. Sind wir da auf dem Holzweg, Herr Grau? Ja gut, natürlich sind wir auf dem Holzweg, da sind wir uns ja im Prinzip auch alle einig. Die Frage ist eben nur, was kann man dagegen machen und was sind die Treiber? Und ein paar hatten wir schon angesprochen. Einmal Verwaltung, gebiert Verwaltung. Ja, das scheint so ein eigenes Gesetz zu sein. Und dann ist es die Anspruchshaltung der Bürger teilweise selbst, ja, dass die halt auch geregelt haben wollen und das auch teilweise politisch in Ideologien eingebunden ist. Ja, das soll auch geregelt werden. Und dann, ja, diese Anspruchshaltung, die halt da drin liegt, ich habe eben auch Rechte und ich möchte geschützt werden vor. Also wir müssten eigentlich grundlegend umdenken. Das ist so das, der schon angesprochene Perspektivenwechsel. Nur wie will man das durchsetzen? Das wäre alles begrüßenswert und immer, ja, Eigenverantwortung. Auch mal Nachteile in Kauf nehmen. Mhm. Auch, dass mal was schief geht. Der Staat muss nicht für alles. Und man kriegt halt eben nicht immer sein Recht. Mhm. Aber da fürchte ich, das ist jetzt ganz schwierig durchzusetzen. Mhm. Ja? Man könnte auch einfach sagen, werdet doch mal erwachsen. Das Leben ist eben ein Risiko. Man muss nicht alles reglementieren. Ja, es ist so. Jetzt unendlich banal. Aber, so ist es ja in Amerika. Ja, da ist man eher, dann muss man auch bereit sein, Risiko. Und dafür hat man dann auch die größere Chance. Deswegen gehen die Unternehmen nach Amerika, weil sie sagen, okay, ich kann da freier wirtschaften. Und wenn ich halt nicht erfolgreich bin, muss ich selber ausbaden. Da hilft mir kein Staat. Ja. Apropos Bauen und Wohnen in Kombination mit Verwaltung, haben Sie da nicht noch so ein kleines Problem offen in Berlin? Meinen Sie jetzt beim Senat oder meine ich persönlich? Ich meine genau das hier. Inzwischen sind es mehr als 6 Monate, die mir das Finanzamt Berlin einen mittleren 5-stelligen Betrag schuldet. Nicht wegen Streit in der Sache. Die Verwaltung schafft es organisatorisch einfach nicht. Geld, das für Investitionen, die Einnahmen und damit Steuern bringen, dringend benötigt wird. Hab Ähnliches von mehreren Mittelständlern gehört. Was kann man gegen diese investitionsfeindliche Verwaltungspraxis tun?
Okay, da haben Sie mich jetzt überrascht, aber genau das Problem besteht leider immer noch. Wir haben aus einer Vermietung, die wir mit Umsatzsteuer machen, wir haben sehr viel Geld in Renovierung gesteckt und kriegen dafür die Umsatzsteuer zurück, müssten zurückkriegen. Mhm. Das ist ein recht hoher Betrag und das ist auch völlig unstrittig. Also es gibt jetzt nicht einen großen Rechtsstreit mit der Verwaltung, gar nicht, sondern wir kriegen das Geld definitiv und haben im Wissen, dass wir das Geld kriegen, weitere Investitionen getätigt, die wir bezahlen müssen, für die wir aber wiederum das Geld brauchen. Und ich warte seit über einem halben Jahr auf dieses Geld, musste schon einen Privatkredit sozusagen aufnehmen, um dann die Rechnung zu bedienen. Und das Finanzamt sagt einfach, ja, sorry, Personalmangel und Corona. Und das ist so ein komplizierter Fall, weil wir eine neue Umsatzsteuernummer für Sie einrichten müssen. Und ich denke, umgekehrt, ich muss meine Steuern pünktlich zahlen. Wegen dieser fehlenden Rückzahlung war einmal mein Konto am Limit, dann irgendwie so eine 150 € Grundsteuer abbuchen konnte, nicht getätigt werden. Es hat 2 Tage gedauert, bis das Schreiben vom Finanzamt da war. 5 Tage Zahlungsfrist. So, so rum geht das. So rum funktioniert der Staat auch hervorragend. Aber wenn man selber etwas braucht, da lässt er sich unendlich Zeit. Das finden viele Mittelständler so. Und es frustriert sie. Es gibt auch Mittelständler, die gehen darüber pleite. Ja, genau. Viele bankrott. Können Sie das nachvollziehen, den Hilferuf aus der Baubranche? Sehen Sie die Lage genauso dramatisch? Total, total. Und das gilt auch übrigens bei Ausschreibungen oder wenn man den Staat als Kunden hat. Da dauert es auch relativ lange, bis die Rechnungen bezahlt werden. Und das ist nicht in Ordnung. Der Staat ist Dienstleister für die Unternehmen und für die Menschen. Und der ist nicht ein Obrigkeitsstaat, ein Gängelungsstaat, der die Leute an der kurzen Leine halten soll. Sie waren mir vorher eine Spur zu optimistisch beim Bürokratieabbau und ich möchte Ihnen noch ein Beispiel lesen, was so ein bisschen typisch ist für Deutschland, nämlich der Amtsirrsinn. Kinderzuschlag und Wohngeld kann man beim selben Amt beantragen wie die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe machen ca. 15 Euro im Monat aus. Das kann man aber nicht gleichzeitig beantragen, sondern muss dann noch einmal hingehen mit einem neuen Termin. Oder zum Beispiel für Kinder mit Behinderungen muss man, es ist tatsächlich wahr, die Behinderung jedes Jahr nochmal von vorne nachweisen. Das ist doch auch irre. Haben Sie Hoffnung, dass auch dieser Amtsirrsinn in Deutschland endlich mal aufhört? Ja, es liegt, wie gesagt, daran, dass unterschiedliche Politiker unterschiedliche Regulierungen schaffen. Es ist dasselbe Amt. Ja, es ist dasselbe Amt. Aber ja, ich habe Hoffnung. Aber es ist einfach, es muss wahrscheinlich so katastrophal sein wie jetzt, dass auch wirklich viele betroffen sind. Und wir haben ja aktuelle Umfragen, wo die Leute sagen, es ist uns jetzt zu viel. Wir halten es nicht mehr aus. Dass es sich auch lohnt für einen Politiker zu sagen, so, ich gehe da jetzt mal mit der Sense ran und nicht nur mit dem Küchenmesser. Und jeder kennt das doch, wer ein Kind hat, der kriegt nach einer Woche die Steuernummer. Aber wenn Sie das Elterngeld beantragen, dann dauert das Monate, bis das Geld da ist. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und da werden sich Leute wehren. Und entweder die Politiker kriegen das jetzt hin, die Politiker der demokratischen Mitte, oder es werden andere auf den Plan kommen, die mit noch radikaleren Lösungen kommen, die wir dann auch nicht wollen. Radikal ist auch das nächste Thema. Wir bleiben irgendwie beim starken Staat, wenn man so möchte. Und der zeigt, dass er auch gewillt ist, durchzugreifen. Der Student David Dume postete im Oktober 2023 auf Twitter diese Karikatur. Sie macht sich über die Doppelmoral bei Antisemitismus lustig. Wir haben dieses Bild geblurrt. Bei dem echten Posting war die Hakenkreuzflagge zu sehen. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber wegen dieser Karikatur stand vergangene Woche morgens die Polizei vor seiner Tür. Er habe Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet. Frage in die Runde. Hat bei Ihnen irgendwann schon mal die Polizei morgens geläutet, geklopft? Bei irgendwem? Jetzt geben Sie es doch zu. Kommt vielleicht noch, aber aktuell nicht. Herr Alslehm, ich hatte Sie ein bisschen in Verdacht, weil wenn ich mir Ihr Twitter-Profil anschaue, bei mir twittern steht die Antifa vor der Tür. Twittern Sie gerne zugespitzt. Haben Sie, wenn Sie sowas lesen, auch ein bisschen Angst, dass es vielleicht ein Staatsanwalt einen Ticken übertreibt und ein Posting falsch versteht und dann zu Ihnen jemanden schickt? Also bei mir habe ich eigentlich keine Angst davor, aber es ist schon natürlich ja ein ernster Hintergrund, auch wieder diese Wahrnehmung, wie tritt der Staat auf. Wir hatten es ja bei Corona schon,
Ne, als man dann gesehen hat, wie die Jugendlichen mit dem Polizeiwagen im Park verfolgt wurden. Oder wir haben es ja selber erlebt, als wir zu unserem Ferienhaus fahren wollten und dann nicht hinfahren durften, obwohl es unser Eigentum war, weil es eben hinter der Landesgrenze war. Und solche Geschichten, wo man denkt, was ist das für ein Staat? Ja, und an anderer Stelle, wo man Unterstützung braucht oder Hilfe oder wo Leute sich unsicher fühlen im Görlitzer Park oder sonst wo, kommt dann eben keine Polizei. Ja, ich glaube, das ist eher das Problem, was dahinter steckt. Was ist das für ein Staat, hat Herr Alsleben gerade gefragt. Frau Röhl, was ist das für ein Staat, bei dem in der Früh aufgrund von so einem Comic die Polizei bei einem 18-jährigen Studenten vor der Tür steht? Also da haben sich einige Sachen sind da einfach durcheinander. Das zeigt dann ja auch, das ist ja eigentlich eine Katastrophe, das ist ein Desaster, dass das passiert. Es ist ja eigentlich auch eine Karikatur, Satire, das ist eigentlich geschützt. Also da darf man theoretisch Symbole zitieren, die man sonst nicht zitieren will. Im Übrigen trifft er ja auch einen gewissen Punkt. Es gibt ja eigentlich keine aktuelle Hetze von einem Nazi-Regime unter dem Hakenkreuz. Das gibt es gar nicht. Also 70 oder 75 Jahre her. Es gibt eigentlich nur das von der Hamas. Also er trifft einfach einen neuralgischen Punkt, würde ich sagen. Und ich habe den Eindruck, man hat den Eindruck, da sitzen wieder irgendwelche Beamten und sagen, also das geht aber gar nicht. Und dann, und das ist eben die Gefahr bei diesen Gesetzen, dass dann mit einmal eigentlich legitime Satire in dem Fall oder legitime Kritik mit einmal in unverhältnismäßiger Weise geahndet werden. Ich finde zum Beispiel auch, dass einer Herrn Habeck als Vollpfosten bezeichnet hat und dafür jetzt eine Strafe kassiert, ich glaube von 3.000 Euro. Vollpfosten ist ja eigentlich noch gut, nicht? Also für Habeck, weil besser voll als Leerpfosten. Ich glaube, darüber lässt sich streiten. Aber ich wollte nur sagen, es ist überhaupt keine Beleidigung. Also wenn man denkt, Hurensohn, Nazi, Schlappe, mit was man sonst so zu tun hat, dagegen ist das Wort Vollpfosten ist gar nicht. Das ist ein normaler Kneipenspruch. Ja. Herr Grau, wo fängt bei Ihnen die Grenze an? Vollpfosten? Ich glaube, das kommt auf die jeweilige Intention an und das ist eben auch schon das Problem. Ja, also, dass da entweder das völlig entkontextualisiert wird, wie häufig solche problematischen Sachen. Also jetzt gerade dieser Cartoon auch. Wir haben im Medienrecht ja eine relativ klare Bestimmung dieses Zeigens verfassungswidriger Symbole, insbesondere aus der Zeit des Nationalsozialismus. Da ist ja dann, wobei das auch schon sehr, sehr genau gehandhabt wird und bei jeder Filmprüfung für den Jugendmedienschutz wird da ganz genau hingeschaut, obwohl ja eigentlich klar ist, dass es ein Spielfilm ist und die dann nur in verkleidet rumlaufen. Aber trotzdem ist das immer wieder ein ganz, ganz heikler Punkt. Und wenn Sie jetzt Militarierhändler sind und Ihre Produkte anbieten im Internet, müssen Sie jedes kleine Hakenkreuz ja schwärzen, wenn da irgendwas, ein Orden aus dieser Zeit oder sowas, wo man ja auch schon sagen müsste, wir wissen alle, was da drauf ist. Und das ist ja keine Werbung für den Nationalsozialismus, sondern einfach nur Handel mit Antiquitäten. Ja? Aber also da ist natürlich so eine gewisse Sensibilität aus historischen Gründen erklärbar und richtig. Mhm. Aber man unterläuft die Intention und das wird dann an solchen Beispielen besonders deutlich. Also ja, klar ist, dass der jetzt keine Werbung für den Nationalsozialismus macht. Satire ist auch noch Satire, das muss man noch dazu sagen. Das ist ja wirklich ein Comic. Ja. Und das ist noch was anderes, als hätte jemand einfach so gesprochen. Er hätte halt das Fähnchen schwärzen müssen. Ich würde jetzt mal gerne vom Einzelfall, Herr Grau, ich würde gerne mal vom Einzelfall weggehen und da mich zurückerinnern an Nancy Faeser, die vor kurzem eine Pressekonferenz mit dem Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang zusammen abhält und im Grunde genommen den Kampf gegen rechts ausruft mit einem neuen Maßnahmenprogramm. Und dann liest man von diesem Vorfall, dass aufgrund eines Comics einem 18-Jährigen die Tür eingetreten wird. Was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn solche Fälle so kurz nach so einer Pressekonferenz, die auch parallel zu einer Pressekonferenz von Familienministerin Lisa Paus stattgefunden hat, die auch gesagt hat, gegen Postings und Hass im Netz wird sie radikaler vorgehen. Was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn wir solche neuen Regeln, die so hart konsequent durchgezogen werden, miterleben?
Was das mit der Gesellschaft an sich macht, weiß ich nicht. Aber die Problematik seitens der Politik ist ja offensichtlich, dass hier also ganz stark die Bestrebungen sind, die Gesamtgesellschaft stärker an die Kandare zu nehmen. Ja, wie die Gesellschaft darauf reagiert, ob sie eingeschüchtert reagiert, ob sie sich noch weiter spaltet, das ist irgendwie schlecht abzusehen. Aber was besorgniserregend ist, ist ja nicht die mögliche Reaktion der Gesellschaft darauf, sondern die Bestrebungen, die wir aktuell in der Politik haben. Und gerade dieser Maßnahmenkatalog von Frau Faeser, das sind ja im Grunde ein Anschlag auf die Grundrechte also jedes liberalen Rechtsstaates oder jeder Demokratie, also was die Reisefreiheit angeht, die eingeschränkt werden kann, was das Bankgeheimnis kann ausgehöhlt werden und so weiter. Es ist ja eigentlich ein unvorstellbarer Maßnahmenkatalog. Wenn man also wie ich so in den 80er Jahren groß geworden ist, hätte man ja nicht im Traum dran gedacht, dass sowas mal in Deutschland möglich ist. Ja, also zumindest nicht auf der westlichen Seite von Deutschland. Ja, auf der anderen Seite hatten wir das ja. Und also das sind natürlich schon hochproblematische Entwicklungen und das unfreiwillig Komische daran, wenn man diese Form von Komik honorieren mag, ist ja, dass das alles auch noch unter dem Label Demokratieverteidigung läuft. Also das, und man hat ja inzwischen den Eindruck, dass die Demokratie vor allem erstmal durch ihre Verteidiger in Gefahr ist und weniger durch irgendwelche Demokratiefeinde. Das bringt mich zum Demokratiefördergesetz. Ja. Auch die Meldung vom Wochenende, das wackelt. Der Bundestagsjustiziar oder die Justiziare haben gesagt, dieses Gesetz ist höchstwahrscheinlich verfassungswidrig aus drei Gründen. Erstens ist der Bund dafür nicht zuständig. Zweitens fand ich auch eine herrliche Begründung. Diese Art von Demokratieerziehung kennt man aus dem Bereich von mit Jugendlichen, aber für Erwachsene ist es dann doch sehr neu. Und ich würde gerne Wolfgang Kubicki, den Bundestagsvizepräsidenten, zu Wort kommen lassen, denn der hat über seine Kolleginnen Lisa Paus und Nancy Faeser Folgendes gesagt. In ihrem vermeintlich heldenhaften Kampf gegen rechts haben Lisa Paus und Nancy Faeser das Recht offensichtlich beiseite schieben wollen. Herr Grau, sehen Sie das ähnlich wie Kubicki? Das sehe ich sogar nicht nur ähnlich, das sehe ich ganz genauso. Also das ist in dem Bestreben, jetzt gegen rechts zu kämpfen, aber da müssen wir auch noch mal definieren, was ist hier eigentlich gemeint. Also das Ganze hat ja auch noch eine ganz andere Note, ja, dass hier also also nicht mehr unterschieden wird zwischen rechts, etwas radikaler rechts und rechtsextrem, sondern hier wird ein Kampf gegen rechts und die CDU macht da lustigerweise auch noch mit, kommt gar nicht auf die Idee, dass vielleicht eigene politische Positionen gemeint sein könnten. Okay, anderer Aspekt. Aber hier geht es ja offensichtlich darum, dass seitens einer linken Regierung oder einer überwiegend linken Regierung ganze politische Positionen wohlgemerkt immer unterhalb der Strafrechtsschwelle. Darum geht es ja. Ja, also es soll was geschaffen werden unterhalb der Strafrechtsschwelle, was aber trotzdem nicht in Ordnung ist, politisch geächtet werden soll. Mhm. Und das sind natürlich Verfahren, die sind in einer Demokratie oder in einem liberalen Staat, in einer liberalen Gesellschaft eigentlich eine Katastrophe. Also sozusagen an den Kern von Meinungsfreiheit, Gedankenfreiheit herangehen und versuchen, sozusagen einen Raum von legitimen Meinungen zu schaffen, auch Personen einfach einzuschüchtern, weil man ja nie genau weiß, ist das jetzt schon richtig, was ich da mache? Und das darf es in einer solchen Gesellschaft nicht geben. Es haben ja nicht nur Parteien zu diesen Demonstrationen aufgerufen und aktivistische Vorfeldorganisationen, sondern auch Unternehmen. Und Herr Alsleben, sind die Unternehmen dazu da, in diesem Sinn ihre erwachsenen Mitarbeiter zu schulen, was Demokratie bedeutet und was richtige Demokratie ist? Also das eine ist, sind die Demonstrationen und die Aufrufe dazu. Und da finde ich auch, muss man semantisch stark unterscheiden, weil es nämlich am Ende um Inhalte geht. Ist es eine Demo gegen rechts oder gegen Rechtsextremismus? Ja, gegen Rechtsextremismus darf und soll man gerne demonstrieren, gegen rechts nicht, weil rechts ist per se erstmal keine illegitime Meinung. Das andere ist die Schulungen in Demokratie, also
Ich würde jetzt, also man kann sich nicht als Unternehmen über Bürokratie beklagen und dass man Leiter, Brandschutz und sonstige Beauftragte ernennen und schulen muss und dann sagen, wir übernehmen jetzt auch noch Demokratieschulung. Demokratieschulung sollte in der Schule passieren, ja, da gibt's das auch. Es gibt darüber in der Erwachsenenbildung auch hinreichend auch staatlich finanzierte Angebote von den Stiftungen. Und wenn man das Gefühl hat als Unternehmer, einer ist nicht auf dem Boden unserer Verfassung, dann muss man möglicherweise mal gezielt mit dem sprechen. Aber dass man jetzt sagt, okay, Leute, morgen machen wir Rechnungslegung, übermorgen machen wir noch ein bisschen Marketing und übermorgen reden wir über Demokratie, das finde ich auch übertrieben. Aber das passiert überall, nicht? Also das ist in Amerika zum Beispiel, weil sie die USA eben noch gelobt haben, da ist das, glaube ich, schon gang und gäbe in Unternehmen, dass auch wirklich solche Schulungen dann stattfinden in Diversity und Also dass ein wichtiger Punkt für Unternehmen auch ist. Um nochmal auf den Studenten zurückzukommen. Wissen Sie, Herr Alsleben, aufgrund welches Gesetzes die vor seiner Tür standen? War es nicht das Strafgesetzbuch? Netzwerkdurchsetzungsgesetz laut BKA. Ah ja. Gut. Und weil wir ja Ihre Tweets angesprochen haben, wissen Sie... Haben wir doch keine Angst. Nein, aber wissen Sie, jetzt kommt der Angstpart. Wissen Sie, wer in Zukunft dazu da ist, das zu überprüfen, ob das eingehalten wird oder nicht? Das ist die Bundesnetzagentur. Ja, ja, genau. Zusammen mit der EU, ne? Genau. Hier, Klaus Müller, ein Grüner. Ja. Ich habe ihn schon mehrfach erlebt. Umgänglicher Mensch eigentlich, ja. Aber ich glaube, der hat auch genug andere Aufgaben eigentlich, als sich um meine Tweets oder sonstige Tweets zu kümmern. Der muss erst mal gucken, dass die Energienetze stabil sind bei abgeschalteten Kraftwerken und so weiter. Mhm. Ja. Wir kommen zu meiner absoluten Lieblingsmeldung vom Wochenende. Ich nenne ihn den deutschesten Deutschen, den ich gefunden habe. Das ist Niklas Mattei, 18 Jahre alt und er hat ein Hobby. Leute anzeigen. Jeder, der falsch parkt oder sich nicht an die Regeln hält, wird von ihm angezeigt. Allein im vergangenen Jahr hat er 4.227 Anzeigen aufgegeben. Sein Ziel: mindestens eine Anzeige in jeder deutschen Stadt aufgeben. Und damit möchte er so bekannt werden wie der Bundeskanzler. Herr Grau, Sie nicken schon so. Ja, ich bin begeistert. Nein, großartig. Ja, nein, also wir wollen doch immer junge Leute, die mal die Eigeninitiative ergreifen, die Verantwortung übernehmen, die sich nicht einfach mit durchschleifen lassen. Also vorbildlich. Nee, guter Mann. Also er wird auch Karriere machen, ganz sicher. Und dank News wird der jetzt auch richtig bekannt. Ja, jetzt wird er auch bekannt. Ja, ja, genau. Mehrere Medien haben auch über ihn berichtet, aber wir natürlich auch. Weil mir die Geschichte so gefallen hat, der hat auch zu Protokoll gegeben, er hat überhaupt keine Angst. Angst ist für ihn ein Fremdwort. Und er setzt sich ja eigentlich ein für das Gemeinwohl, damit sich alle an die Regeln halten. Mhm. Und jetzt, Frau Röhl, könnte man schon sagen, das ist irgendwie in einer Art und Weise ein Held. Es ist auch der Held, den eigentlich Deutschland verdient hat? Also ich will jetzt einfach mal so bieder, dem zu widersprechen. ich finde es ziemlich ausgerastet für einen 18-Jährigen. Ich wäre nicht stolz auf seine Eltern und ich würde versuchen, in jeder Beziehung ihn zurückzuholen. Es ist noch nicht alles verloren. Er wird noch ein gutes Leben haben können und einen guten Beruf vielleicht ergreifen können. Also da würde ich die Hoffnung nicht aufgeben, aber da muss man jetzt irgendwie, da muss irgendwas Freundliches passieren. Wobei ich bin nicht sicher, ob es nicht ein Satireprojekt am Ende ist, weil der so überzeichnet ist. Also ich meine, ich habe ja die Szenen gesehen, ja, wie er da wirklich Leute, ganz harmlose Pizzabäcker, die überhaupt niemanden gestört haben, und sagen, ja, ich fahre sofort weg. Nein, wird aufgeschrieben. Schauen wir uns den Guten mal an in Aktion. Hier in Gräfenhainchen zum Beispiel habe ich letztes Jahr 32.875 Euro erwirtschaftet. Und mit 902 Falschparkern oder 903 sogar. Ja. Und jetzt haben wir übrigens ein Parken, jetzt kostet 70 Euro und ein Punkt. Das ist nicht Satire, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Überzeugungstäter. Ja, das ist das Problem in Deutschland. Man weiß manchmal nicht, ist es jetzt Satire oder nicht. Auch bei Twitter gibt es ja den einen oder anderen, wo ich dann immer gucke, ist das jetzt der Satire-Account von dem oder der echte? Ja gut, es gibt immer Spinner. Wahrscheinlich ist es am Ende so, dadurch, dass jetzt alle das medial aufgreifen, fühlt er sich natürlich so richtig bestätigt. Jetzt geht er so, wenn den keiner beachten würde, würde er sich vielleicht irgendwie ein anderes Hobby suchen.
weiß ich nicht, Schmetterlinge sammeln oder so. Ja, jetzt hat er halt das, alle finden es toll und endlich, wahrscheinlich ist er in der Schule gemobbt worden und endlich ist er jetzt ein Fernsehstar und wir beteiligen uns alle da. Ja, wir drücken ihm die Daumen, dass er genauso bekannt wird wie der Bundeskanzler, wie er es sich vorgenommen hat. Noch ein spannender Fakt dazu, der hat alleine im vergangenen Jahr mit seinen 4.227 Anzeigen dafür gesorgt, dass 140.000 Euro in diverse Stadtkassen gespült werden. Das war stimmt für heute Ihr Nachrichtentalk. Seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Eine neue Ausgabe gibt es immer montags und mittwochs. Vielen Dank nochmal an meine Gäste. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht, liebe Zuschauer. Sie können es uns in die Kommentarspalte schreiben. Sie können diese Sendung noch viel besser mit Ihren Freunden teilen. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Aber vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind. Auch wenn Sie Knöllchen verteilen, wir mögen Sie trotzdem. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.